Herr Mayer, radikale Klimaaktivisten fordern die Abschaffung des Autos. Haben Sie nicht eigentlich recht? Das wäre ja dann die Abschaffung unserer Freiheit. Weil das Auto ist geradezu der physische Ausdruck der Freiheit des Einzelnen. Er kann reinsitzen und sich hinbewegen, wo er will. Muss das nur anständig tun. Aber das Auto ist ja, Auto heißt ja auch selbst. Man ist es ja, wenn man da drin sitzt, selbst. Ich bin natürlich die Generation der Autofans. Ich habe immer tolle Wagen gefahren, bis heute. Aber das Auto ist auch in seiner ganz normalen Form ein Ausdruck von Freiheit, von Mobilität, Automobilität. Ich erinnere mich 1972, mein Erschrecken oder mein Erstaunen in Peking, in Shanghai, zu Maos Zeiten kaum Autos, aber Velo. Und heute erinnere ich mich besonders, weil man sagt, das Velo muss wieder dominierend werden. Also das Fahrrad, das Lastenfahrrad muss dominierend werden im Verkehr. Das ist eine Absurdität, weil wie wollen Sie mit dem Fahrrad verkehren, zum Beispiel in Zürich? Da geht es steil hoch, die Remistraße. Zürich liegt am Hang des wunderbaren Zürichbergs. Oder Lausanne. Lausanne ist ohnehin nur rauf und runter. Oder nehmen Sie Berlin. Natürlich flach. Der Querschnitt ist aber 50 Kilometer. Sagen Sie, die Klimaaktivisten sagen, E-Bike, kein Problem. Ja, E-Bike. Okay, das ist ein halbes Auto natürlich irgendwo. Was macht eigentlich die Mutter? Es ist Herbst, es regnet, sie hat zwei Kinder, sie will denen unterwegs sein. Alle E-Bike und eine Montur, die die Karosserie des Autos ersetzt, oder was? Es hat alles so einen infantilen Charme, wenn man nett sein will, sind sie infantil charmant, diese jungen Leute. Es geht nicht ohne Auto und man verbaut auch die Entwicklung. Man sagt ja nur noch Elektro. Bin durchaus für Elektrovarianten, nur wie lang kann ich fahren, wenn ich mal richtig fahre? Und wo lade ich auf? Das ist alles noch nicht gelöst. Wie lange dauert das Aufladen? Wir kennen die technischen Probleme. Die Lösung ist eine technische Lösung. Und die wird man auch finden. So wie man, erinnern Sie sich noch, Lockdown. Niemand wusste, was tun. Dachte, Impfstoff. Ich sagte meiner Frau, hör mal, Lilith, das wird den Impfstoff geben in ein paar Jahren. Im Dezember war er da. Weil wenn man die Kräfte der Wirtschaft mal lässt, dann sind die, die gehen wie verrückt dran und finden was. Aber da muss man auch Vertrauen rein haben. Und ja, bitte. Woher kommt denn eigentlich dieser Hass der Klimaaktivisten auf das Auto? Verstehen Sie, das ist ja auch eine Verachtung. Sie brauchen es ja nicht. Sie wurden mit dem SUV in die Schule gefahren. Sie haben das alles schon genossen. Die ganz normalen Arbeitnehmer, die morgens um 7 aufstehen, Kindern Butterbrot machen, die Kinder in die Schule bringen, am Mittag vielleicht sogar nach Hause fahren, wieder an die Arbeitsstelle fahren. Viele von denen brauchen ein Auto, vielleicht sogar die Mehrheit. Sie schaffen das nicht. Zur Busstation mit dem Bus, zur U-Bahn-Station mit der U-Bahn, zur S-Bahn. Also jetzt rede ich noch von Berlin. Das ist auch in anderen Städten so. Also nehme ich das Auto, da kann ich auch einpacken und die Schulranzen und alles. Das ist die Freiheit der einfachen Leute. Und die Verachtung für die einfachen Leute ist nirgends so groß wie bei dieser Kita-Generation verwöhnten Kinder. Die machen jetzt ihre Revolte, das ist 68 nur noch kindischer. Natürlich haben sie ein richtiges Ziel. Das Ziel ist richtig mit dem Klima. Aber das, was sie daraus machen, ist eigentlich selbstbezogen. Völlig narzisstisch inszenieren sie sich. Das ist auch ein Catwalk, wo sie so auftreten und hübsch sind und alles. Das ist ein Spiel, nicht? Und wir müssen nur ein bisschen warten, 1, 2, 3 Jahre, dann sind die alle versorgt.
Wunderbar. In den NGOs, in den Universitäten, in der Kultur, in den Verwaltungen, in Chefpositionen. In der Politik? Ja, natürlich in der Politik, als Assistenten, überall versorgt. Und die ganz einfachen Leute benötigen weiterhin ihren Volkswagen, ihren Toyota, ihren Kleinwagen oder haben Freude an einem etwas größeren Wagen, fahren mit Freude raus aufs Land oder fahren mit Freude ans Mittelmeer. Bitte sehr, was soll das? Eine Verachtung herrscht da in dieser. Das ist keine Elite, sehr elitistisch. Sie fühlen sich als Elite. Sie wollen wieder mal führen. Sie wollen die einfachen Leute führen, am liebsten die Migranten, kann man doch besser führen. Und da spüre ich ganz stark die Notwendigkeit eigentlich eines Klassenkampfes gegen die. Eines Klassenkampfes? Ja. Das müssen Sie noch etwas erläutern. Ja, ich bin der Meinung, dass die Linke, wirklich Linken, weil begreifen müssen, dass die Linksgrünen mit links nichts zu tun haben, sondern eine Herrschaftsschicht sind. Eine Herrschaftsschicht, die Macht will und nichts zu tun hat mit den ganz normalen Leuten, die von Sozialdemokraten, von Christdemokraten, von Freidemokraten vertreten werden auf vernünftige Art und Weise. Die ganze Klimaproblematik muss dringend in diese drei Parteien integriert werden. Das sind die Verantwortungsparteien der Demokratie. Die Grünen sind eine Bewegung, die viel in Bewegung gebracht hat. Aber was wir jetzt erleben mit diesen Klimaklebern, nur eine kleine Anekdote, die gerade vor kurzem passierte. Zwei Klimakleber, glaube eine Frau und Mann, konnten nicht an einen Gerichtstermin, denn sie sind gerade auf Bali. Also sie haben Klima, sie haben sich festgeklebt, damit die Autos nicht fahren. Sind sie nach Bali geschwommen oder geflogen? Herr Mayer, wir setzen das fort.